können ja einen Startserver machen für Tutorial und so weiter. Und dann. Und den dann wipen alle 30 Tage. Ich muss jetzt hier lang. Genau, ich muss jetzt hier den Stand runter. So, lass mal hier testen. Okay, der Schuss war ja nicht so mega. Okay, dieser Ultraschuss, der war ja nicht so ultra. Weiter der Küste entlang. Störe verlorener, okay. Kann ich auf dem Weg also auch direkt mit wegplätten. Dann läuft der Magier rum. Mal. Alter. Alter, mach dich vom Acker hier. Schon gut rein, die Brüder. Ey, ich hab geblockt. Mann, oh Mann. Hau lieber einen Zwieback rein, der bringt mehr. Nicht mal am Ziel dran hier. Aua. Aua! Mann, dann nimm das blöde Schwert in der Hand. Meine Fresse. Oh, sag mal. Ist das blöd oder was? Der nimmt diesen blöden Beutel nicht auf. Tschüss, Mann.
Achso, nee, wir brauchen noch. Attribute? Nein. Fähigkeiten? Nein. Wo waren das nochmal mit diesen blöden Waffen? Ich weiß nicht mehr. Ging das nochmal? Okay, so. Oh, das Schwert. Was haben wir hier? Erschütternder Schlag. Mein erhobenes Schild nach vorne stimmt das Ziel, bla bla bla. Und das robuster Schild. Aber den. Zurück. Muskete. Bringt die Ladezeit von mächtiger Schuss um 25%. Kopfschuss. Schützenhaltung. Nimmt eine Schützenhaltung ein und Schuss, bla bla. Ja, das hört sich schon gut an, ne? Größere Genauigkeit. Machen wir das. Oh, er rotzt hier rum, er mit seiner Muskete, er. Den Schuss noch. Ups, voll daneben. War noch erwischt. Sehr schön. Und müssten nur fertiges Essen drin sein, wäre besser. Erdbeeren, Kohl und Brokkoli. Ah. So. Oh, Schwert! Was ist MMA Plenty? Oh, voll daneben. Mist. Ganz daneben geschossen hier.
Boah. Wo fuhrt er? Oh, daneben. Bin zu hibbelig. Jetzt aber. Man muss echt auf den Kopf zielen. Ah, getroffen. Headshot! Aua! Junge, nicht so, mein Freund. So, wir haben alles, ne? Sprich mit Alchemist. Jetzt müssen wir wieder zurück, ey. Nein, wir müssen zurück. Durch die ganzen untoten Horden. Sag MMA, Wood, sag Mama. Die Schlammstiefel sind sehr besorgt um feine Holzarbeit bei all dem Sandpapier. Apropos Sandpapier. Oh, guck mal hier. Ach ne, haben wir immer noch. Ja, ist nur gegen Elementar, ne? Handschuhe? Oh, die sind schon... Nehmen wir doch lieber die hier, auch wenn die nicht grün sind. Ich will mal eine grüne Muskete kriegen. Ja, ich gebe ihm noch den Gnadenstoß. Muni wäre gut. Ah, 7 Patronen Eis sind sehr nice. Bin bescheuerten Hammer, das wohl Gewicht. Eine Kirschnerhose gekriegt. Nee. Geht nicht mehr. Wie ungewöhnlich. Ich dachte, das wäre Felix Klopapier. Er steht doch auf Schmerzen. Lol. Was? Oh. Oh, tut echt der Pöter weh, Jungs. Jetzt fühle mich denn schon wieder. Oh, das fühlt mir schon wieder 3 Stunden. Junge. Neu erwischt, mein Freund. Jo. Ah, das kann ich auch hier. Kacke Arsch, ja. Das kann ich auch. Ein Schildschlag, das ist ja auch nicht das Problem, mein Freund. Das ist Sonne. Geben so auf den Weg. Lass mal einen abraspeln. Na, er verwendet das als Klopapier. Die Schlammstiefel sind offensichtlich friedlicher Bastler. Wird dann geschliffen. Maybe, aber dann nice. Oder so. Hä? Gib doch den Spruch: How to polish a turd. Wo willst du denn hin, hä? Wo willst du denn hin, mein Freund? Oh, nicht die Schuhe. Oh, die ist schon aus Gefecht hier. Aua. Nicht so hier. Nicht so. Loot hier irgendwo? Eine Kiste oder sowas? Ne. Wir sind immer noch am Sandpapierfeldjack. Was? Ich will kein Sandpapier, das Klopapier. Das tut doch weh.
Er wird ja langsam professioneller. Aber nur langsam. Auch immer so meine Zeit, ne? Eine Abkürzung? Nee, ne? Oder? Oh, das scheint eine Abkürzung zu sein. Lol, und ich laufe außen rum eigentlich voll honk. Gibt's nix? What? App? App, app? Lol, Alter, voll die Abkürzung. Ja, wenn das keiner weiß, ne? Mit all dem Sandpapier kann man ja geschliffenen Content erwarten. Ich schleife euch gleich mal eine Runde. Ich glaube, den Killer-Groni, seine Glatze muss ich mal ein bisschen schleifen mit dem Sandpapier. Das erhöht das Denkvermögen. Aber die fallen und schleifen ja noch am Game. Ja, die sollen mal noch ein bisschen fallen. Da ist auch so ein paar... Ja, momentan ist es wirklich, hatte ich vorhin schon gesagt, meckern auf hohem Niveau, aber es ist schon, es sind noch ein paar Sachen, die müssen noch gemacht werden, ja. Sich nicht teleportieren oder so von Kartenpunkt zu Kartenpunkt oder so ähnlich. Oder machen wir jetzt hier einen auf Black Desert Online, wo wir alles überall zu Fuß hinlatschen müssen. Beziehungsweise überall hinreiten mit dem Pferd und so. Oder mit einem Elefant. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Oder gibt es hier auch irgendwie was anderes? Hier sowas hier meine ich. Warum muss das hier mitten auf der Straße stehen? Und da vorne, guckt euch das mal an, ey. Warum verschwindet das nicht einfach? Wenn das gebaut ist, weg damit gleich wieder. Und das Bett kann man auch weglassen. Das ist voll gespammt hier mit dem Müll. Das Licht, das ploppt auch einfach so und so in 1 Meter Entfernung ploppt das irgendwann mal auf. Aber ich werde nicht meckern, ne? Ist trotzdem ein gutes Spiel. Spaß. Aber Dir hat sein Schiff zwar in seinem Wahn an dieser Insel zerschellen lassen, aber sein Lager an alchemistischen Stoffen ist eine wahre Freude. Dem Wahnsinn zu widerstehen gehört zum Alltag eines Alchemisten, aber vielleicht auch das Horten und Sortieren diverser Chemikalien und Katalysatoren. Das Katalysenpulver, das du mitgebracht hast, können wir gut gebrauchen, aber dieses Azotöl ist etwas ganz Besonderes. Die Marodeure konzentrieren sich zwar auf die Körperkräfte, die das Azot verleiht, aber noch wichtiger ist uns seine metaphysische, geradezu übernatürliche Macht. Warum sind wir hier? Warum ermöglicht uns das Azot solche Wunder und was macht diese Insel unsterblich? Sollte diese Fragmente dein Interesse geweckt haben, solltest du dich vielleicht dem Syndikat anschließen. Dein Durst nach Wissen und deine grenzenlose Neugier würden dem Syndikat guttun. Der Pakt beschränkt unsere Macht zwar, aber das gilt für die anderen Fraktionen. Das verschafft uns eine Atempause, in der wir die Geheimnisse dieser Insel erforschen können. Deine nächste Beurteilung erhältst du von der Bündnisrichterin Ofgan. Purcell mag zwar behaupten, dass meine Motive schleierhaft sind, aber das gilt meiner Meinung nach vor allem für das Bündnis. Wer Macht für Gott gegeben hält, beruft sich auf reine Fantasie. Triff dich mit Richterin Ofgan, aber denk daran, ihre Worte kritisch zu hinterfragen. So, Farbtasche habe ich gekriegt. Schöne Sachen, ne? Aber ist alles so... Ne? Wie ist das dasselbe? 224, 824, 1, aber grün. Achso. Das ist für heute besser, ne? Plus 5 heute Fertigkeit. Ah, okay. Und die hat plus 5 Ernte... Was?
Ernte, Arbeit, Erfolgsbonus. Ja, ich gucke das auf dem 24 Zoll Monitor, deswegen ist das super winzig irgendwie. Oder schreiben. Oh, da habe ich einen Chat gepostet. Keine Ahnung, was das soll. Okay. Warum für die Verwendung? Was soll man damit machen? Wäre nice wie bei TOS, wenn meine Mission fertig ist, Backspace und du wirst vor der Questgeber gepoltert. Ja, sowas eine Art. Blöppen vielleicht für Magier, ob der trägt Pestmaske. 24 Antiquität ist auch 47 Zoll nicht besser. Hockst du wieder auf der Couch, Big Dark? Ja, ich spiele gerne auf einem kleinen Monitor, weil mir auf dem großen tun mir so doll die Augen weh. Ich habe rechts von mir einen 27 Zoll, aber da lasse ich den ganzen Stream-Kram laufen und alles, den Chat und so weiter. Weil da mehr Platz ist, ne? Früher habe ich eben auf dem 27 Zoll gezockt und auf dem 24 Zoll habe ich dann andere Sachen gemacht. Aber, oh, geht das hier gar nicht mehr weg? Hallo? Ich habe den ersten Bug gefunden. Alter. Was ist eigentlich B? Gar nichts. Weiter im Gesangsverein hier. Öffnen. Aber bekommen. Gebeizte Schönheit. Ausgerüstete Rüstung einfärben. Okay. Die sind aber nicht besser. Nur elementar. Ja, auch nur elementar. Auch mal ein neues Schwert langsam, ne? Deckmeister, bla bla. Ne, wir gehen erst zum nächsten mal, ne? Arcanum-Archive. Kann man hier irgendwas machen? Ne. Ah, da, warte mal. Feuerstäbe. Lebensstäbe, ne? Ich denke, man findet auch einen Feuerstab, denke ich mal, irgendwo. Irgendwann. Hier? Ne, die ist draußen, die Olle, ne? Oh, kommen die weiter? Ja, auch nicht hoch. Oh, jetzt kommt man da wieder nicht hin, ey. Muss man wieder so um Pott wieder rennen hier. Lass mich doch einfach mal dahin zu rollen. Da hängt hier rum. Bist du hier, um das Licht zu finden? Hoffentlich bist du den Aktivitäten des Syndikats und dieser Betrügerin Truid noch nicht zum Opfer gefallen. Blubbernde Tränke und verderbliches Pulver, welches Wissen verbirgt sich hier? Falle nicht auf die leeren Versprechen der anderen herein. Allein wir sind mit der heiligen Weisheit gesegnet. Allein wir wissen, wie der Gerechtigkeit Genüge getan werden kann. Nur wir haben die Willenskraft, um Athanum zu läutern und zum Wohle aller zu verändern. Stelle unter Beweis, dass du das Licht in dir trägst. Die nahegelegene Siedlung Crowns Ruhestätte war einst in Menschenhand, aber die Hutzulegen haben ihre Bewohner vertrieben. Gehe zur Crowns Ruhestätte, erbeute Erinnerungsstücke, die Hutzulegen und ehemaligen Bewohner gestohlen haben, und bringe sie her. Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. So. Tja, aber wir haben so viel Stuff, ey. Naja gut, die Tasche ist halb voll, ne? Fast halb voll. Müssen wir langsam warten. Wann sieht man das irgendwo, wenn man was verkauft hat oder so? So, was gibt's denn hier noch? Was sind das? Stufe 20? Das ist ein Umhang bestimmt, ne? Ich kriegst noch mal eine Tasche ab 30 und ab 45 noch mal eine Tasche, ne? Trinken, was trinken? Hä?
Der Plenty Wimble, der schreibt immer hier ein Rätsel an. So, wie lange ist es für mich jetzt? 3 Stunden 20 Minuten. Mal leben. Ich werde aber noch nicht Schluss machen, aber ich brauche mal eine kleine längere Pause. Also mal so ein bisschen länger. Ein bisschen länger. Muss mich mal ein bisschen aufraffen hier. Und mein Pöter mal ein bisschen schonen. Ich muss immer von diesem Stuhl runter. Ja, ich würde sagen, mache ich jetzt ein ganz kleines Päuschen. 2-3 Minuten. Und dann machen wir gleich weiter und dann rennen wir dahin. Ist eh gerade Nacht. Bleibt dran und wir sehen uns gleich wieder.
So, geht's sofort weiter. Guck mal, unterm Stream, da habe ich meine PC-Spezifikationen reingeschrieben. Unterm Stream steht das, ganz unten, muss runterscrollen. So. Ja, die Karte ist ziemlich teuer, ne? Die Grafikkarte. Oder die war ziemlich teuer. Ist immer noch ziemlich teuer, glaube ich. Also mein Modell hat 700 Euro gekostet oder so. Oder 800. Irgendwie knapp 800 Euro. Mittlerweile kostet es dann nur noch in Anführungsstrichen 400 oder 500 Euro. Aber hat Power ohne Ende halt, ne? Ja, naja. Ist auch schon 2 Jahre alt jetzt. Fast 2 Jahre. Nächstes Jahr im März ist er 2 Jahre alt. Aber ist ganz cool, sind Twin Frozer drauf, also unter, und wenn die unter 60 Celsius springen die beiden Twin Frozer gar nicht erst an. Auch wieder ein Lag. Also sobald du unter 60 bis macht das eine Kühlplatte unter 60 Celsius und wenn die über 60 Celsius geht die Karte, dann springen 2 Twin Frozer noch an. Leider nicht sehr leise, aber es geht, es geht. Und ich habe auch noch einen alten Ryzen drin, einen Ryzen 7, aber es läuft alles. Ich habe jetzt alles drin stehen. Kann man das irgendwo sehen? Optionen. Also steht alles auf hoch. Ich könnte es natürlich versuchen auf Ultra zu stellen oder angepasst. Wir können auch mal sehr hoch probieren. Muss aber eigentlich auch laufen. Hat er schon alles auf sehr hoch jetzt. Macht aber kaum Unterschied, aber läuft genauso wie vorher, denke ich mal. Er muss ja schon erstmal die Grafik ein bisschen laden, aber seht ihr ja, läuft auch. Also kein Problem. Also... Ja, ich habe es als High-End-System gekauft. 2000 Euro habe ich bezahlt vor 1,5 Jahren. Habe mir selbst zusammengestellt alles. Nur ich war schon eigentlich bei 2700 Euro, aber das war mir zu viel. Da hatte ich dann schon Wasserkühlung und alles drin. Ne? Dann habe ich das alles wieder rausgebaut sozusagen. Und dann habe ich den so reduziert, dass ich ihn für 2000 gekauft habe. Ja. Lass mal auf sehr hoch. Jetzt zwar keine Unterschiede großartig, aber gut, wir machen jetzt mal weiter. Ich habe erstmal ein lecker Rosinenbrötchen gefuttert. Oh, das war so lecker. Ja, ich kann jetzt nach dem Stream wieder kochen. Ich muss dann heute mal wieder was köcheln wieder. So, wo sind die Heinis hier? Oder 14 Schuss noch. Dich. Na, ich wollte ihn ja gar nicht angreifen, lol. Aber besser mit Schwert, ne? Vor 2 Jahren ca. 1700 ohne Garka bezahlt. Ja, wenn er was Anständiges haben wollt, müsst ihr ja auch schon. Ne? Dokumente. Wenn ihr was Anständiges haben wollt, müsst ihr schon ein bisschen was investieren. Also ein bisschen zukunftsorientiert auch gekauft.
Dann hatte ich mir extra ein Gaming-Mainboard geholt dazu, was auch die Ryzen 7 nochmal hochtaktet. Also das sind jetzt 8x3,2 oder 3,4. Müsst ihr mal gucken, weiß nicht mehr genau. Da muss man aber beim Kauf drauf achten, ne? Da gab es zu der Zeit nur zwei Boards oder so, wo man diese CPU, die ich habe, übertakten kann. Das heißt, wenn die mal irgendwann zu schwach wird oder so, könnte ich die nochmal hochtakten auf 4 GHz, also dass ich dann 8x 4 GHz noch habe. Aber jetzt brauche ich das nicht, ist unnötig. Also warum soll ich mehr Strom produzieren? Also das sind ja so eine Stromfresser, ne? Warum soll ich Stromfresser... Oder warum soll ich die übertakten, die CPU, wenn sie so gut läuft, sag ich mal, ne? Muss ich ja jetzt nicht, umso höher du die taxest, umso mehr Strom frisst du natürlich auch wieder, ne? Oh, der ist PvP markiert. Ich, das wäre so ein Typ hier halt hier, ne? Bin hier immer diese 400€ Gaming-Rechner auf IGE cool. Ja, aber die bringen natürlich nichts, ne? Äpfel bringen die nicht. Das ist aber auch so eine Sache. Wenn du, sag ich mal, eine Grafikhure bist oder so, musst du halt investieren, ne? Wenn die Grafik nicht so wichtig ist und sagst, ach, ich kann das auch auf niedrig oder mittlere Einstellung spielen, dann reicht das natürlich auch, ne? Das muss jeder für sich selber wissen. Was braucht... Ich will doch gar nicht aufs Dach, Alter. Das muss jeder für sich selber wissen, für was er das braucht oder so. Oh, und ich habe einen Gärtnerhut gefunden. Ach, bin ich ein geiler Lacker, ey. Hier habe ich auch noch einen Hut. 208 gehen ein bisschen runter. Der geht in allen runter, ne? Nur zum Craften, ne? Also ich habe hier nur so, also für Live-Skilling. Ich habe hier nur so Sachen für Live-Skilling irgendwie, finde ich andauernd grüne Sachen. Voice, ja. Da hast du noch eine Weile Spaß. Ja, das ist nur verarscht, diese 400€-Dinger. Hab meinen vor 7 Jahren gekauft und der läuft bisher noch mit allen gut. Ja, das meine ich halt, ne? Ich habe halt auch zukunftsorientiert gekauft, deswegen richtig reingehauen mit der Kohle.